Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2 für die PlayStation 4 Part 34. Und ja, in der letzten Folge haben wir eine Hauptoperation gestartet, die nennt sich Hacke die Welt. Und ja, wie soll man sagen? Also Bloom Corporation, die Organisation, die das CTOS entwickelt haben, die schicken irgendwelche Raketen in die Luft und wir wollen natürlich herausfinden, was die genau vorhaben und haben diese Rakete sozusagen, ja, beschlagnahmt. Wir haben ein modifiziertes Mainboard eingesetzt, um so hinterher, ja, nachverfolgen zu können, was diese Rakete eigentlich, ja, macht, was sie vorhat. Und hier sind wir auch stehen geblieben. Und in der letzten Folge haben wir eine sehr, sehr schwierige Mission geschafft, erstmal überhaupt da einzudringen und diese Rakete erstmal zu modifizieren, ohne entdeckt zu werden. Und es war wirklich schwierig, aber wir haben es ja geschafft. Und ja, ich würde sagen, wir können ja mal nochmal gucken, ob es hier was Wichtiges an Briefing nochmal gibt. Jetzt eher nicht. Also hier steht, da der Satellit jetzt modifiziert wurde, müssen wir einfach nur auf das nächste Startfenster warten. Ja, da ist jetzt natürlich die Frage, wann? Und ich würde sagen, wir gucken mal. Es gibt irgendeinen weißen Punkt auf der Karte. Ist jetzt die Frage, wo ist dieser weiße Punkt genau? Ich sehe den nämlich jetzt hier nicht. Vielleicht müssen wir einfach selber zu diesem weißen Punkt fahren. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Webcam aus, damit wir uns 100%ig auf das Spiel konzentrieren können. Ich glaube, dieser weiße Punkt da auf der Karte, das ist einfach nur die Ansicht für Norden. Also nördliche Richtung sozusagen. Okay, ich würde sagen, wir werden mal uns den Wecker stellen. Stellen wir uns einfach den Wecker. So, um 10:30 von mir aus. Jawohl. Weil vielleicht muss so eine gewisse Zeit vergehen, damit diese Rakete irgendwann, ja, in den Weltall geschossen wird. Ich weiß nicht, ob es auch überhaupt bis dahin ankommt. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. So eine Zeitspringerei hier. Also ich sehe das jetzt zum ersten Mal, muss ich ehrlich sagen. Okay. Stehen wir auf. Müsste Abend sein. Okay, Markus ist noch ein bisschen verwirrt. Aber jetzt sind wir wieder voll da. Und ich würde sagen, wir gehen mal raus. Schauen uns das Spektakel an. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon gebracht hat. Ach stimmt, das ist ja morgens AM. Ah, voll verrafft. Ich dachte, das wäre jetzt abends gewesen. Ist auch egal, nicht schlimm. Hauptsache ein paar Stunden vorangeschritten. Aber ich glaube, hier passiert jetzt nichts. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir mit dem Wagen irgendwie rumfahren. Ansonsten machen wir so lange eine andere Mission. Was war das denn? Aus dem Weg, verdammt! Blutiger Himmel! Das lasse ich mir nicht gefallen. Alles okay? Ah, nehmen wir das Motorrad. Was ist denn jetzt los? Ja, ich hab's gerade mit der Waffe. Weiß auch nicht, warum er die rausgeholt hat. Obwohl ich Dreieck gedrückt habe. Egal. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo muss ich hin? Okay, da will ich lieber nicht reinfahren. Da sind natürlich viele Gegner. So. Ja, wahrscheinlich muss man jetzt ein bisschen Geduld haben. Warte den nächsten Galilei-Start ab. Okay, ich würde sagen, zur Überbrückung der Zeit machen wir noch eine Nebenmission. Und zwar das Namensspiel. V
Falsche Antwort. Missionsziel. Manipulierte Münztelefone hacken. 0 von 3. Okay. Briefing. Jemand hackt Münztelefone, damit sie alle auf einmal klingeln. Am anderen Ende eine Aufnahme gedoxter DedSec-Mitglieder. Wir werden auf einigen der modifizierten Telefone einen Man-in-the-Middle-Hack installieren, um zu sehen, ob wir diese Arschlöcher zurückverfolgen können. Okay, machen wir die Mission hier. Und da würde ich auch glatt sagen, eine Schnellreise würde sich hier aneignen. Ja, solange dieser Galilei-Start noch nicht, ja, gestartet ist, können wir nichts machen. Wahrscheinlich müssen wir einfach so ein paar Minuten hier verbraten. Vielleicht auch Stunden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen Mechanismus, wo man hingehen muss, damit das dann erzwungen wird, die Hauptoperation fortzuführen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich will auch ehrlich gesagt nicht irgendwelche Antworten im Internet nachrecherchieren. Das würde sonst keinen Spaß machen. Ich will es irgendwie schon selber herausfinden. Okay. Auf die Straße, Blödmann. Dann machen wir mal die Namensspielmission. Okay. NetHack öffnen. Okay, machen wir. So, und jetzt? Müssen wir Münztelefone finden, meine ich. Habe ich im Text gelesen. Münztelefone. Okay, Frage ist wo? Da oben vielleicht. Obwohl, das ist ein Forschungspunkt. Egal. Besser als gar nichts. Schnell den Quadrocopter mal hinschicken. Ja. Perfekt. Okay, nichtsdestotrotz. Also, auf der Karte war das Symbol hier ungefähr angezeigt. Vielleicht müssen wir einfach so in diese Gegend so ein bisschen reinlaufen. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es um Münztelefone geht, dann müssen wir vielleicht irgendwo ein Münztelefon finden. Marcus, die Rakete wird startbereit gemacht. Yeah! Schwing deinen Arsch hierher! Abschussparty! Stimmt. Na also, geht doch. Ja, dann würde ich sagen, das werden wir erstmal auf später verschieben. Jetzt kommt das, was ich erwartet habe. Endlich. Livestream des Raketenstarts ansehen. Der Satellit ist startbereit. Zeit, dich als Mann in der Mitte zu platzieren und all die brisanten Blumendaten abzufangen. Alles klar. Dann setzen wir den Fokus auf diese Mission und machen mal wieder eine Schnellreise. Musst du schnell gehen, da es direkt um die Ecke ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Hacke die Welt, Teil 2. Der Mann der Stunde! Komm mit, Wesley Crusher. Zeit für den Start. Oh Mann, bitte. Ich bin ganz klar, Sisko. Jake Sisko? Captain Sisko. Es sind nur noch ein paar Minuten, dann haben wir Blumen in der Tasche. Oh, wir werden die dermaßen in den Arsch ficken. T-minus 20, 19, 18. 1795 Querz, Googleplex. Ich stell mir gerade vor, was ich von dem riesigen Datenhaufen einen Ständer und Dünnschiss kriege. In derselben verdammten Sekunde. 3, 2, 1, lebt noch! Klasse. Ah, geil. Dringe in Blums Datenzentrum in Delaware ein. Oh Gott, seht euch das an. Was für ein Blick hier oben. Zeit, Blum die Scheiße aus dem Leib zu prügeln.
Blooms Netzwerk ist sogar noch globaler, als wir dachten. Selbst in so ein komplexes Netz muss man reinkommen. Irgendwo. Ich kriege ein paar Zugangspunkte. Ein paar dieser Datenhubs haben auch Schwachstellen. Fantastisch, dann los! Okay. NetHack können wir leider nicht einsetzen. Aber die verschiedenen Satelliten. Okay, haben wir hier eine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen? Vielleicht müssen wir diesen roten Faden hier folgen. Da ist es doch. Seoul Kraftwerk. Die Blumenbüros sind in Yongsan. Machen wir mal Musik. Problem. SML-Gateway mit adaptivem Schutz. Da führt kein Weg durch. Selbst wenn ich Monate hätte, es würde nichts bringen. Nein, es gibt immer einen Weg. Hey, was passiert mit Datenzentren während eines Stromausfalls? Na, ihre USV setzt ein. Und was, wenn die auch aussetzt? Die Firewall wäre aus. Wir wären Delaware einen Schritt näher. Wrench, das ist brillant. Das solltest du machen. Lustig, dass du das sagst, Sitara. Was? Was? Okay, also Chinesen, die im Weltall arbeiten. Oder auch nicht im Weltall. Sondern das Weltall führt uns zu der Station, zu der Verbindung, wo das Ganze hier, ja, gestreamt wird sozusagen. Dann würde ich sagen, deaktivieren wir doch ein paar Rechner.대체 무슨 소리야? 강남, 정로, 서부, 성파 전부 중지되고 있습니다. 왜 열전자 박수 상태는? 심각한 상태입니다. 오케이, wir haben hier irgendwas verursacht. Aber irgendwie noch nicht genug. Okay, was müssen wir hier noch machen? Wahrscheinlich die anderen Rechner noch hacken. Ich weiß nicht, ob die eine bestimmte Reihenfolge voraussetzen. Wahrscheinlich. Ich habe so ein Gefühl, dass es in einer bestimmten Reihenfolge sein muss. Also ich sehe schon die Strahlen zum Beispiel, aber die führen alle ganz normal zur Wand. Was müssen wir hier machen? Deaktiviere das Stromnetz. Ja, okay. Müssen wir irgendwie weiter weg vom Raum hier? Ja, dieses Tuten, das geht mir auch gerade so ein bisschen auf den Zeiger. Wo müssen wir denn hin? Hacken, um Stromnetz zu verändern. Ich weiß nicht, können wir hier wieder raus? Also irgendwie, ich weiß nicht, entweder bin ich gerade ein bisschen doof oder wir müssen wahrscheinlich alles auf Rot machen. Boah. Oder auf Blau. So, das ist schon mal Blau.
weiß nicht. Wahrscheinlich müssen wir alles auf Rot machen, weil Rot ist so eigentlich die Farbe der Gefahr. Die Farbe des ganzen Schlimmen hier. Okay, das ist Rot. 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 Ah, noch nicht ganz. Okay, das müssen wir jetzt vielleicht hier noch ein bisschen rumspielen hier. So. Ein Rechner müssen wir noch hacken. Es gibt leider nur 6. So. Jetzt müssen wir es haben. Jawohl. Alles auf Rot. Tor. So muss das. Tor. Was schicken denn, ne? Was schicken denn, ne? Was schicken denn, ne? Das kann ich auch. Fucked. 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 Ich habe wieder Chinesisch heute gelernt. Fucked. Okay. Wir sind eingedrungen, glaube ich. Scheiße, was hast du gemacht, Wrench? Den Strom abgeschaltet. Habt ihr sonst noch Wünsche? Ein Wrench im Haus erspart den Zimmermann. So sieht es aus, Mann. Ah, ich habe auch mal so ein Ding gebracht, Wrench. Es gab Unruhen. Leute starben. Ich hoffe, sowas macht dir nichts aus. Okay, wir müssen den Sicherheitsterminal finden. Vielleicht müssen wir irgendwie nochmal so ein bisschen rum. Hier? Ja. Sieht richtig aus. Seht euch die Technik an. Wrench, sabbere ich? Tut mir leid, ich höre dich nicht. Ich sabbere selbst zu laut. Kennst du dich mit diesen Servern aus, Joshua? Ich glaube, die verstehen mich. Okay, ich bin gespannt. Also, wir müssen hacken. Okidoki. Schlüssel haben wir. حجم لكنها في ذات أهمية حيث تؤدي هذه الغرفة دور حلقة وصل إلى الانتاير فاسيلتي ويتم توزيع مرافق الخدمات الحيوية الخاصة بأمور مثل قدرة الاستيعابية أو أنظمة التنظيم فيروس هوكلان بيرفكت يعني أنت تريد أن تقول أن كل So, jetzt können wir das Ganze auch richtig hacken. Josh, du hast es definitiv drauf. Danke, Ray. Der Knutscher, der war schon lustig. Okay, also, das Sicherheitsterminal ist noch nicht ganz freigeschaltet. Das heißt, wir müssen noch wahrscheinlich irgendwas freischalten. Fragt sich jetzt nur, wohin. Gehen wir mal hier rüber. So, das haben wir erledigt. So, hier ist auch noch ein Satellit. So, hier geht noch ein Sicherheitsterminal rum. Vielleicht müssen wir auf die andere Seite. Gut, dass das Ganze nicht auf Zeit geht. Okay, wo haben wir hier ein Eindringen? Wie sagt man, ein Eindringplatz? Oder Eindringstelle. Hier müssen wir rein. Wir müssen das blöde Sicherheitsterminal finden. Okay, also hier nicht. Da! Dublin! Blumenbüro! Haha. Würde mich nicht wundern, wenn wir den Yoga-Lehrer irgendwo sehen. Den habe ich übrigens schon lange nicht mehr gesehen. Willkommen in Dublin, Irland, Jungs. Oh, ich dachte, das wäre Dublin, Ohio. Sehen wir uns mal um. Fühlen wir uns wie zu Hause. Oh, sollen wir den Alarm ausführen? What the hell? Look after this. Circle back shortly.
Don't touch it. Arschhole. Arschhole. Ja, wie kriege ich das jetzt hin? Hallo. Okay. Security Guru locked my PC. Now I'm waiting around with my hand on my bum. No. Okay, Zugangsschlüssel. Na bitte. Love. Jawohl. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. All over the world sozusagen. So, einige werden sich aufregen, aber ich hasse die Regel lauter Ergebnisse nach der regulären. Okay. Hey, wir kommen nach Delaware. Was? Er hat recht, da. Wir haben Zugriff auf Delaware. Holen wir uns, was wir wollten. Echt verdammt spektakulär. Holen wir sie uns. Holen wir sie uns. Okay, hier müssen wir nur was aktivieren. Blums gesamte Metadaten gehören bald uns. Das ist der Jackpot. Du schaffst das. Ah. Schau mal an. Okay, wir müssen da hoch. Oder darüber. Oh, shit. Seht euch das Riesending an. Leute, das kriegen wir hin. Oder? Okay. Zack. Oh. Das war so klar. Mann, die haben das Teil echt abgeriegelt. Okay, wir müssen hier rüber. Okay. Boah, das klingt schon unheimlich. Ja, ich bin hier. Hey Marcus, wie läuft's? Wisst ihr, es ist etwas stressig, das durchzuziehen, wenn ihr alle zuseht. Marcus! Im Ernst, Leute? Muss das jetzt wirklich sein? Marcus! Könnt ihr euch vielleicht ins Knie ficken oder so? Oh, der war gut, ey. Ah, diese Geräusche, ey. Wahnsinn. Okay. Ja, wir haben es gleich, liebe Freunde. Ja. So, das müssen wir noch freigeben. Zack. Zack. Ah. Ah. So nicht, aber so. So. Und so. Okay, hier müssen wir das nur noch richtig einstellen. So. Genau. So. Jetzt müssen wir es nur noch richtig leiten. So. Müssen wir anders machen. Und zwar so. Genau. Jetzt auch. Ja. Ich muss gerade überlegen. Also ich meine, das ist schon perfekt so. So. Das geht hier runter. Ja, obwohl. Ja, das ist die schwierigste Ecke, muss ich sagen. Okay. Gehen wir nochmal so gemeinsam durch. So. Das muss aber irgendwie. Das muss so sein. Das kann nicht anders gehen. So, das eine geht nach unten. So. Und das andere geht hier nach unten. Also auf die andere Seite.
Aber es geht nur, wenn das Ding hier richtig ist. Hier können wir eigentlich nichts anderes einstellen. Ärgerlich. Machen wir erstmal die Seite. Ich werde mir da gleich nochmal was überlegen. Kann ja nicht so schwer sein. Yeah. Das auch. Ein Pfad haben wir noch, den wir noch freischalten müssen. Und das ist leider Gottes dieser Pfad hier. Also, wir müssen auf jeden Fall beide Richtungen gewährleisten. Das heißt, einmal hier. Das ist klar. So, von irgendwo muss ich das Ding auch bekommen. Dann sagen wir mal, okay, machen wir es mal so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir das Ganze auch hier oben bekommen könnten. So. Jetzt müssen wir irgendwie die Energie leiten. So. So muss das jetzt sein. Hoffe ich. Ja. Geht doch. Gut. Jetzt müssen wir das nur noch richtig lenken. Jawohl. Ja, jetzt müssen wir das nur noch gerade runter. Zack. Jawohl. Zack. Und die Seite noch. So, und wir haben Blumen gehackt. Endlich. Ja. Yes, Baby, wir haben's. Ich werde den Typen ein kleines Andenken hinterlassen. Marcus, was hast du vor? Ist eine Überraschung. Was? Was? Noch nicht. Hat's funktioniert? Warte kurz. Siehst du, was ich gemacht hab? Echt krass, Bro. Ja, DedSec-Logo. Müsste DedSec sein. Geil. Marcus, du bekloppter Penner! Oh. Okay. Leute, da! Oh. Das dauert ewig, das durchzuackern. Konzentrieren wir uns auf den Zweck der Satelliten, Ray? Ja, ich bin schon an der Arbeit. Heilige Mutter Gottes! Es ist ein Backbone! Ein Satelliten-Backbone? Was ist mit der Latenz? Die sind niemals so schnell wie Glasfaserkabel. Wenn ich das richtig verstehe, dann doch. Blum hat's geschafft. Die umgehen die Unterseekabel mit Satelliten. Ein technologischer Quantensprung. Ich meine, wenn das geht, brauchen Hacker Jahre, um da ranzukommen. Nein, wir nicht. Wir sind schon drin. Wer steht auf Blums Kundenliste? Wir haben Noodle. Wir haben Invite. Wir haben Tidus. Wir haben Galilei. Wir haben die Regierung. Die New Yorker Aktienbörse. Moment, die ganzen Unternehmen haben einfach zugestimmt, dass alle ihre Daten über Blum laufen? Findet das noch jemand verdächtig? So viele Daten und Blum hat Zugriff? Das ist das mächtigste Monopol der Welt. Können wir das Ding sprengen? Nein, selbst wenn wir könnten, wir brauchen noch Antworten. Hey, hört mal alle zu, Mann. Unsere Arbeit ist noch lange nicht vorbei, aber mit dieser Aktion sind wir schon mal im Spiel. Also wählt ein Ziel. Invite. Tidus, ganz egal, fangt an zu graben und sucht nach Zeug, das ihr eigentlich nicht machen dürften. Dushan will uns als Feind hinstellen. Zeigen wir ihm, was ein Krieg gegen uns wirklich bedeutet. Ja. Wer ist denn Dushan? Hör ich gerade zum ersten Mal den Namen. Hey, was geht? Du weißt, was geht. Ich weiß genau, was du vorhast. Und du benutzt Marcus als deine persönliche Waffe gegen Blum. Scheiße, was soll das denn jetzt? Ich weiß von Raymond Kenny und seinen Kollateralschäden. Wir benutzen uns hier gegenseitig. Das war immer der Deal, Zetara. Marcus ist ein großer Junge.
Er kann selbst auf sich aufpassen. Mhm. Klar. Schräg. Und wie? In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Haltet ihr eure Gesellschaft für gerecht? Glaubt ihr, dass ihr frei seid? Vielleicht glaubt ihr an die Macht der Demokratie, dass eure Stimme zählt. Unternehmen kaufen jetzt Politiker und manipulieren Wahlen. Glaubt ihr an die Macht des freien Marktes? Die Börse ist nur ein Puppentheater für die Reichen. Euer Geld wird kontrolliert von Leuten, die ihr nicht kennt. Glaubt ihr, dass die Regierung euch schützt? Die Landesverteidigung schützt jetzt die Regierung vor euch. Glaubt uns nicht einfach so. Seid beim Start unserer bisher größten Operation dabei und seht es selbst. Die Grundpfeiler der US-Politik haben uns verraten. Die Demokratie, der freie Markt, die Landesverteidigung. Der Zweck zeigt euch die Wahrheit. Tut, was ihr wollt. Wieder ein sehr, sehr geiler Videoausschnitt. Yeah, Mitglied im Mile High Club. Wir haben uns auf jeden Fall mit den ganz Großen angelegt. Mit Bloom direkt. Und das war doch eine sehr, sehr geile Aktion. Und ja, liebe Freunde, ich würde sagen, das hat doch etwas länger gedauert als gedacht. Und ich würde sagen, dass wir uns nächste Woche wiedersehen und dann machen wir erstmal mit den Nebenoperationen hier weiter. Marcus, Josh zieht gerade seine Bahn durch die Galilei-Daten und er möchte dir was zeigen. Cool. Wie groß ist diese Sache? Komm zurück, sobald du kannst. Das hier könnte riesig sein. Shanghai. Auch ein geiler Name. Also, Shanghai, die nächste Hauptoperation. Ich würde sagen, das schieben wir noch dazwischen. Und werden das in der nächsten Folge machen. Also, Nebenoperation, Namensspiel lassen wir noch außen vor. Nächste Folge direkt die Hauptoperation Shanghai. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.